Auch heute, nach dem Tag, wo der Bitcoin sein All-Time-High gebrochen hat, gibt es wieder ein Airdrop-Update. Es gibt verschiedene Themen zu besprechen, neue Quests, die zu bearbeiten sind. Und wir starten heute rein mit Mito Finance, dem großen Launchpad auf Injective, dem viele entgegengefiebert haben. Der erste Sale hat bereits stattgefunden, ihrer Quant-Kollektion. Und jetzt ist ein Presale gelistet, beziehungsweise steht morgen an für Hydro Protocol. Hydro Protocol ist aktuell das größte Protokoll auf Injective nach Total Value Locked, wenn wir uns das hier mal kurz in der Übersicht anschauen. Eine Liquid Staking Plattform, bei der man Injective Token hinterlegen kann und dafür einen Liquid Staking Token bekommt. Diese haben wir einen dreifachen Airdrop angekündigt, zum einen für Testnet-Nutzer, zum anderen für Injective-Staker und zum dritten für Leute, die Injective auf der Plattform hinterlegt haben und quasi ihren Liquid Staking Service nutzen. Und diese, wie gesagt, launchen jetzt auf Mito, ungefähr in 24 Stunden von dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier aufnehme. Und dementsprechend könnt ihr, wenn ihr an Hydro interessiert seid, das Ganze zu einem Sale-Preis von 10 Cent kaufen. Ich wollte einfach mal nur darauf hinweisen, da ich eben beispielsweise selbst in Hydro investiert bin, dort Injective-Token liegen habe. Werden wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das Ganze ist nach dem Subscription-Modell geordnet. Und wer, wie gesagt, eh schon Exposure zu Hydro hat, dadurch, dass er eben die Plattform hier nutzt, Injective-Stake, beziehungsweise auch deren Testnet aktiv war und denkt, dass sich das Ganze langfristig durchsetzen wird als die Nummer 1 Liquid Staking Lösung auf dieser Chain, kann dann hier dementsprechend zu dem zukünftigen Airdrop, den sie ausschütten werden, hier noch ein paar Hydro Token im Presale kaufen. Nächstes Thema auf unserer heutigen Liste, wir bleiben auf Injective und zwar ist ein weiterer Airdrop angekündigt für alle Injective Staker. Es wurde noch kein Minimum angekündigt, beziehungsweise wie dieser Airdrop vonstatten gehen soll, aber der Snapshot war Anfang Januar bereits, also wer Anfang Januar Injective gestaked hatte, sollte für diesen Filament Airdrop qualifiziert sein. Dementsprechend hier einfach dem ganzen Projekt auf Twitter folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben, um dann letztendlich auch das Airdrop-Claim-Window nicht zu verpassen. Dann ein sehr großes Announcement für alle, die jetzt die ganze Zeit AWO gefarmt haben, denn wir kommen hier in Kürze zum Ende. Was den Farming-Zeitraum angeht, sind circa noch 30 Stunden, in denen man Volumen aufbauen kann und sich für den zukünftigen AWO Airdrop qualifiziert. Token Generation Event ist für Mitte März angekündigt und heute kam das Announcement, dass der AWO Token jetzt in einem Launch Pool auf Binance verfügbar ist. Das bedeutet natürlich auch, dass der AWO Token direkt auf Binance gelistet wird. Es hat sich natürlich auch direkt im Token Chart von beispielsweise Ribbon wiedergespiegelt. Daher alle Ribbon-Halter, dass das Vorgängerprojekt von AWO ist, ihren Token 1 zu 1 in AWO-Token umtauschen können. Dementsprechend, wie gesagt, es sind noch 30 Stunden, die ihr hier Zeit habt, um Volumen aufzubauen, um größeren Share des AWO-Airdrops zu bekommen. Danach ist der Zeitraum vorbei und wir sollten uns hoffentlich alle über einen sehr, sehr schönen Airdrop freuen, wenn man hier jetzt über die letzten Monate, seit ich das erste Mal auf meinem Kanal gezeigt habe, aktiv war. Dann zwei Airdrops, die jetzt für Dimension Staker angekündigt wurden. Und zwar zum einen hier in dem Fall von NIM Network. Diese schreiben in ihrem Artikel, dass sie 9% des gesamten Bestandes an Dimension Staker bzw. Fully at Genesis ausschütten werden. Und ein weiteres Projekt, das das Ganze tun wird, ich vermeide jetzt einfach mal den Namen auszusprechen, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht, ist dieses hier. Ebenfalls nutzt die Technologie von Dimension. Und wir sehen auch hier im Artikel, dass insgesamt 12% des gesamten Bestandes für einen Genesis Rolldrop zur Verfügung gestellt werden, heißt dann letztendlich ausgeschüttet werden an vermutlich Dimension Token Staker. Und es gibt ein paar Rumore zu noch mehr Projekten, die jetzt hier einen Airdrop an Dimension Staker ausschütten werden, aber das sind die beiden, die mehr oder weniger zu 100% bereits confirmed sind. Zum Abschluss dieses Videos habe ich noch zwei Quests für euch und noch einen zusätzlichen Task. Erstmal, B2 Network hat jetzt hier neue Tasks in ihrer Testnet-Kampagne veröffentlicht. Wenn wir hier runterspringen, ich glaube, ich habe O2 noch nicht erwähnt. Dieser Task ist schon ein bisschen länger live. Hier bridget man einfach, nutzt die Testnet-Seite von O2. Dann ist beispielsweise jetzt auch Schubel hier mit einer Kampagne vertreten. Und das letzte hier in dem Fall ist OOOO.money. Hier ebenfalls einfach ein bisschen auf dem Testnet hin und her interagieren, um dann letztendlich diese 150 Punkte einzusammeln. Dann ist der nächste Task dieser Linea Park Kampagne live, bei der man weitere Linea XP farmen kann. Hier habe ich schon mal die einfachen Tasks gemacht. Bei den anderen drei muss man sich entweder eine App runterladen, beziehungsweise der letzte hier wird erst in 25 Stunden unlocked, arbeitet auch diese wieder ab. Man braucht ungefähr, ich würde sagen, 10 US-Dollar in Gas-Fees, um die verschiedenen NFTs zu minten, um dann letztendlich seine LXP-Balance hier aufzustocken. Und das letzte ist More Just for Fun, das ich hier im Video zeigen wollte. Und zwar hier könnt ihr checken, ob ihr mehr der Mid-Curve, Left-Curve oder Right-Curve seid. Postet gerne euer Ergebnis auf einem Discord. Ihr müsst hier nur ein paar simple Fragen beantworten, die letztendlich 1 bis 2 Minuten dauern und bekommt dann als Ergebnis, welcher DJ-Kategorie ihr angehört. In meinem Fall war es Left-Curve. Also erst apen, dann Fragen stellen. Gerne einfach, wie gesagt, euer Ergebnis bei uns auf dem Discord teilen. Ansonsten, wenn ihr austauschen wollt, ist das auch genau der richtige Ort. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zu solchen Airdrop-Farming-Updates, lasst gerne ein Abo da.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.